Architekturkanal. Wir besuchen das Schloss in Versailles und erfahren in diesem Video etwas über die erstaunliche Krankengeschichte Ludwigs des 14. Weitere Videos zu Versailles findet ihr in der Infobox. Dort gibt es auch das Skript dazu. Warum hat eigentlich Ludwig der 14. so fürchterlich gestunken? Es sei, so liest man immer wieder, im 17. Jahrhundert ganz allgemein nicht üblich gewesen, sich zu waschen, und so habe eben nicht einmal der überaus reichliche Gebrauch von Parfum am Hof des Sonnenkönigs die hygienischen Mängel der Zeit zu überduften vermocht. Diese Erklärung ist zwar plausibel, aber falsch. Natürlich hat jede Epoche ihren eigenen Gestank, und ein mittelalterlicher Mensch würde wahrscheinlich ohnmächtig, wenn er die Sauberkeits- und Schönheitspräparate röche, nach denen der ganz normale Mensch heute stinkt. Aber wir selber merken das ja nicht, denn es kennzeichnet den allgemeinen Duft einer Epoche, dass ihn die Zeitgenossen selbst nicht wahrnehmen. Dass Ludwig der 14. duftete, haben aber selbst die Zeitgenossen wahrgenommen. Zahlreich sind die diskreten Hinweise darauf, was für eine Qual es gewesen sein muss, sich mit ihm aus der Nähe zu unterhalten oder gar sein Tischgenosse zu sein. Und wenn Madame de Maintenon, seine Mätresse, im Lauf der Jahre immer frommer wurde, so hatte das wahrscheinlich höchst weltliche Gründe. Denn ein Kuss Ludwigs war zwar eine göttliche Ehre, nach der alle Damen des Hofes lechzten, aber ein Genuss war das nicht, und niemand wusste das besser als Madame de Maintenon. Da die Gesundheit des Monarchen stets von den besten Ärzten ihrer Zeit überwacht wurde und im Zweifelsfall besser zu früh als zu spät bei einem Unwohlsein eingegriffen wurde, ist uns die Krankengeschichte Ludwigs des 14. bestens bekannt. Nehmen wir den Doktor Dacquin. In seinem Kopf sitzt das Dogma, es gäbe im ganzen menschlichen Körper keinen gefährlicheren Infektionsherd als die Zähne. Und es schließt der Doktor, dass man Zähne allenfalls im Munde eines gewöhnlichen Untertanen belassen könne. Bei seiner Majestät dem König aber müssten sie allesamt gezogen werden, solange sie noch gesund seien. Dagegen sträubt sich Ludwig der 14. Aber Dacquin wendet jenen psychologischen Trick an, mit dem er jede seiner Ideen bei Ludwig durchzusetzen weiß. Er sagt dem mächtigsten Herrscher Europas, dass seine Gesundheit gleichbedeutend mit seinem Ruhm sei, und darum sei es nötig, ihm die Zähne allesamt zu ziehen. So geschah es, und die Zahnoperation konnte beginnen, selbstverständlich ohne Betäubung. Doch der Doktor geht so geschickt vor, dass er dem König zusammen mit den unteren Zähnen auch gleich den Kiefer zerbricht und ihm zusammen mit den oberen Zähnen einen großen Teil des Gaumens herausreißt. Der königliche Unterkiefer wächst nach einer Weile wieder zusammen, aber der herausgerissene Gaumen ist natürlich nicht wieder zu ersetzen. Den Doktor schert das nicht. Einen Monat später notiert er in seinem Tagebuch: Zum Zweck der Desinfektion habe ich seiner Majestät das Loch im Gaumen 14 Mal mit einem glühenden Eisenstab ausgebrannt. Fortan erleben die Tischgenossen täglich das Spektakel, dass seiner Majestät, wenn er trinkt, das halbe Glas Wein gleich wieder zur Nase heraussprudelt. Schlimmer noch, in der offenen Tropfsteinhöhle, mit der sich der Mund des Königs zur Nase öffnet, setzen sich ständig größere Brocken fester Nahrung auf so komplizierte Weise fest, dass sie sich erst nach Wochen auflösen. Durch die Nase. Durch seinen zahnlosen Mund schlingt der Sonnenkönig riesige Mengen Nahrung unzerkaut herunter. Nichts hat ihm die Bewunderung seiner Zeitgenossen in solchem Maße eingetragen wie sein ungeheurer Appetit.
Aber Ludwig ist, weil er lebenslänglich an Bandwurm leidet. Das steht heute zweifelsfrei fest, weil es zu den Aufgaben seiner Leibärzte gehörte, täglich einen detaillierten Bericht über die Exkremente seiner Majestät zu erstellen. So isst denn Ludwig mit maßlosem Appetit, ohne jemals satt zu werden. Daher suchen ihn den ganzen Nachmittag über fürchterliche Verdauungsstörungen heim. Kein Wort kommt in den ärztlichen Tagebüchern häufiger vor als das Wort Vapeur. Gemeint sind Blähungen aller Art. Dabei bleibt es aber nicht. Dr. Dacquin notiert: Seine Majestät hat heute wieder erbrochen, und zwar zur Hauptsache völlig unzerkaute und unverdaute Materien, darunter eine große Menge unverdauter Trüffel. Das macht dem Arzt aber keine große Sorge, denn die Lehrmeinung war, dass nur ein entleerter Darm ein gesunder Darm sei. So verschreiben denn die Ärzte gegen alle Krankheiten des Leibes am laufenden Band Abführmittel. Zum Glück kann sich der gewöhnliche Untertan in Frankreich einen Besuch beim Arzt nur selten leisten. Anders der König. Für die Gesundheit seiner Majestät, darüber sind sich die Leibärzte einig, sind nur die besten und stärksten Abführmittel gut genug. Täglich muss Ludwig also seine Bouillon schlürfen, einen Sud aus Schlangenpulver, Pferdemist und Weihrauch. Erstaunlicherweise tut das schreckliche Gesöff durchaus seine schreckliche Wirkung. Wir wissen, dass Ludwig täglich so zwischen 14 und 18 Mal dort sitzt, wohin selbst der König zu Fuß geht. Wohlgemerkt, der König geht. Es ist vollkommen undenkbar, dass seine Majestät durch Versailles läuft. So ist es denn keineswegs seine persönliche Schuld, wohl aber eine hinreichende Erklärung für seine persönliche Duftnote, dass er häufig zu spät kommt. Schließlich bäumt sich das königliche Gedärm gegen die jahrzehntelange medizinische Misshandlung auf. Zuerst mehren sich in den ärztlichen Tagebüchern Sätze wie: Seine Majestät hat heute wieder Blut gestuhlt. Dann bildet sich am Rückenende seiner Majestät ein faustgroßes Geschwür. Während die Ärzte sich beraten, sitzt der Sonnenkönig mit derart versteinertem Gesicht auf seinem Thron bzw. auf seinem Geschwür, dass sich in ganz Europa das Gerücht verbreitet, der König von Frankreich liege im Sterben. Jetzt geht der Befehl an alle Beamten des Reiches, alle jene Untertanen ausfindig zu machen, die ein ähnliches Geschwür haben wie der König, und sie unverzüglich nach Paris zu bringen, zur Verfügung von Professor Felix. Über einen Monat lang hat Felix eine chirurgische Kapazität, diesen bedauernswerten Menschen den Hintern kreuz und quer aufgeschnitten und wieder zugenäht, um medizinische Erfahrungen zu sammeln für das ungleich wertvollere Gesäß seiner Majestät. Er macht das so gründlich, dass die Versuchspersonen gleich reihenweise auf den Friedhof gekarrt werden. Ludwigs Schmerzen aber sind inzwischen unerträglich geworden. Schließlich erteilt er den Befehl, den König zu operieren. Die Operation gelingt, doch Ludwig leidet Schmerzen wie ein Pferd. Die Operation hat natürlich ohne Narkose stattgefunden. Gleich danach hat man ihn auch noch zur Ader gelassen. Um seine Genesung zu demonstrieren, muss er sein Mittagessen vor 30 Personen einnehmen. Am Nachmittag muss er auf seinem blutig zerschnittenen Hintern 2 Stunden lang am großen Rat teilnehmen. Denn selbst wenn der König vom Operationstisch kommt, ist es unmöglich, irgendetwas am pompösen Tageslauf in Versailles zu ändern. Bleibt die Frage, wie Ludwig der 14. das grauenhafte Martyrium, das ihm seine Ärzte zugefügt haben, durch 77 Jahre seines Lebens überhaupt aushalten konnte. Er scheint von Geburt an eine unerhört robuste Konstitution gehabt zu haben.
Der schwedische Gesandte schrieb einmal nach Stockholm: Der Säugling sei so außerordentlich kräftig, dass drei Stillmütter kaum mit ihm fertig würden. Diese Energien sind es, die 77 Jahre lang der Kunst der Ärzte getrotzt haben. Damit sind wir am Ende unserer Krankengeschichte von Ludwig dem 14. angelangt. Wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns über ein Like und ein Abo unseres Kanals.